Hallöchen Freunde und schön, dass ihr am Start seid zu Raft. Hier wird ein neues Let's Play auf dem Kanal geboren. Es gab ein sehr, sehr großes Update und ich bin ziemlich hyped. Ich streame aktuell jeden Sonntag 20 Uhr auf Twitch. Es wird noch einen Tag in der Woche dazukommen. Und dann gibt es hier auf YouTube immer die Zusammenschnitte. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde mich sehr, sehr freuen und dann viel Spaß dabei. You can't touch this. You can't touch this. So, wir brauchen als allererstes erstmal was zum Pieksen. Was zum Pieksen? Hier, Holzspeer. Drei Seile. Machen wir uns gleich auf die zwei, weil der Hai wird nicht lange brauchen. Was braucht man als erstes? Auf jeden Fall Trinkwasser und Essen. Wir müssen hier gleich von Anfang an ein bisschen was reinfuttern, Angelrute, alles drum und dran. Ansonsten bist du die ganze Zeit immer kurz davor am Verhungern. Boah, aber hier ist ja richtig viel los. Umweltverschmutzung, sein Vater heute. Unser Vorteil. Schmeiß Plastikflaschen ins Meer, kommen wir hier besser durch. Nein, natürlich nicht. Also, wir müssten erstmal ein bisschen Floß erweitern. Dafür brauchen wir den Bauhammer. Den legen wir uns auf die 3, dann machen wir das. Dann erweitern wir hier gleich mal ein bisschen. Links und rechts was dran, dass wir das in die Mitte stellen können. Brauchen Planken. Hier sind welche. Nein! Kriegen wir wenigstens die noch. Bitte, bitte. Ach, war das schlecht. Wir kommen direkt zur ersten Insel. Die sieht sogar mal ein bisschen größer aus. Ich wusste es. Komm, bam, in die Fresse. Jetzt aber und zack, hau ab. Ah, ich würde so gerne auf die Insel. Es könnte direkt ein geiler Stadt sein. Was brauchen wir denn für so ein Dings? Wurfanker. Stein brauchen wir. Wir haben keinen Stein. Ja, schaffen wir jetzt nicht. Schade. Wäre auch zu schön gewesen. Sei denn, hier sind zwei Steine drin. Nö, natürlich nicht. Und der Haken ist kaputt. Da ist ein Brett. Wollte ich euch nur zeigen. Zack, jetzt brauchen wir die Tasse. Leere Tasse. Kunststoff haben wir genug. Salzwasser auffüllen, das hier rein, eine Planke rein und gut ist. Nein, wir haben ein Fass verpasst. Nimm doch den Haken. Schaffen wir das noch? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Da! Nein, 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 nein. Oh, nein, 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 nein. Jawohl. Alter. Aber er hat uns nicht gebissen. So, dann brauchen wir eine Kochstation und wir brauchen unbedingt eine Angel. Einfacher Grill, 6 Planken. Wir haben echt gar nichts, ne? Und die Angel? Auch wieder Planken. Warum haben wir denn so wenig Planken? Oh, die ist wichtig. Nein! Jawohl, da war ordentlich was drin. Ja, ihr seht's nicht. Ich bin leider davor, aber eine bessere Position gibt's irgendwie nicht für die Kamera in dem Spiel hier. Müssen gleich mal was trinken. Stell mal auch in die Mitte. Da ist es erstmal am sichersten. So, Tasse. Mit Süßwasser füllen, trinken. Jetzt klappt's doch. Perfekt. Salzwasser wieder rein. Kann wieder weiter köcheln. Boah, ich freue mich so auf das Spiel. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es macht einfach so sehr Laune, wenn wir dann richtig weit fortgeschritten sind. Was brauchen jetzt die Angelrute noch? 5 Planken. Was mache ich denn heute? Ich treffe auch gar nichts, ne? Erst das Blatt, dann das Fass und die 2 Planken. Oh, mit Ansage. Ha! Ach, mein Guter. Lass es doch einfach. Hatte derjenige, der das Spiel programmiert hat, eigentlich irgendwie mal ein Haibiss im Bein beim Tauchen oder was war los mit ihm? Also, Angelrute herstellen. Ich glaube, wenn wir jetzt angeln, kommt der Hai. Ach, wieder ein Fass. Das ist aber doch gemein. Wir müssen wieder abbrechen. Na, nein, und jetzt verkacke ich es auch noch. Nein, das gibt's nicht. Ach komm, hör doch auf. Gut, ein anderes Fass. So, jetzt aber. Und jetzt wird der Hai angreifen. Wir dürfen wieder abbrechen. Ich schwör's euch. Komm her, du Missvieh. Komm her. Nee, komm, hau ab jetzt. Mann, was haben wir denn getan? Ich bin so ein tierlieber Mensch. Wir haben schon wieder Hunger. Wir brauchen die Anbaufläche jetzt gleich. Packen wir jetzt sowieso erstmal alles nur irgendwie provisorisch hier hin. Da kommt was Gutes. Ah, ich muss jedes Mal abbrechen. Ja, sowas darfst du dir aber nicht entgehen lassen. Das ist kein Hering der Welt wert. Und eigentlich immer ein bisschen rumgucken, wenn du angelst. Auch, ob du irgendwas per Hand einsammeln kannst. Darfst du halt bloß nicht verpassen, wenn du was anbeißt. Ja, Floß gleich nochmal vergrößern. Kostet halt immer relativ viel Ressourcen. Wie sieht's aus? Was machen die Pflanzen? Habt ihr jetzt mal Durst? Nö, die wachsen. Möwen sind auch nicht so doll am Start. War überhaupt schon mal eine da? Es ist halt am Anfang einfach echt stressig irgendwie. Aber nein. Ach doch, ich hab'n. Passt der auf den... Ach doch, wir haben doch hier was. Ich dödel. Buntbarsch nehmen.
Habt ihr diesen gierigen Blick gesehen? Wie der ankommt. Ich denke, der hat einfach Bock auf Holz. Oder vielleicht wurde auch ein Bekannter von ihm vom Floß überfahren. Na gut, im Meer überfahren ist ein bisschen schwierig, ne? Irgendeine Wut hat er auf Flöße. Ich glaube, beim nächsten Angriff müsste er schon sterben. Dann haben wir zumindest mal gutes Fleisch. Ah, direkt neben dem Hai. Mutig. Ja, oh Gott, geil. Zweimal Kartoffel, perfekt, perfekt. Dann bauen wir uns nämlich direkt noch eine Anbaufläche. Ist ja jetzt Süß- oder Salzwasser drin? Ja, es war Salzwasser drin. Ist ein bisschen doof, dass man das nicht sieht. Oh, hier kommt was. Wir brauchen unbedingt einen Anker. Perfekt, haben wir. So, das Ding platzieren wir hier. Nein, jetzt kommt die erste Möwe. Lassen Sie uns doch nicht in Ruhe. Oh, oh, guck dir die ganzen Fässer an. Ich werd verrückt. Jawohl, wir haben ein Fass. So, aufnehmen. Werfen. Es ist in dem Spiel tatsächlich so, habe ich glaube ich damals gelesen gehabt, wir sind die einzigen, die sich bewegen. Alles andere ist still. Deswegen treiben jetzt auch die Seile nicht weg. Die Bretter meine ich. Das ist glaube ich schon wieder eine Kackinsel. Warte, wir müssen erstmal den Fisch futtern. Wir machen mal einen kurzen Ausflug. Eigentlich hätten wir mal noch ein kleines Stück weiter rüber gekonnt. Aber ich glaube, ganz so schnell ist der Hai gar nicht. Gelbe Blume, weiße Blume, weiße Blume. Weiße Blume. Ich glaube, die bringen uns aktuell einfach gar nichts. Ach, super Insel. Haben wir extra so einen Anker für gebaut. Komm, beiß an. Beiß an. Lecker Knabberköder, Würmchen, Deluxe. Jawohl. Eine rohe Seeprasse. Die ist drauf reingefallen. Planke rein. Ja, wir brauchen unbedingt einen Paddel, sonst stehen wir hier die ganze Zeit im Eck und können nichts mehr fangen. Nein, Möwe. Ich piek's dir in den Arsch. Ich sag's dir. Und wir gucken gleich mal. Wir haben den Grill, wir haben Anbaufläche, das haben wir alles. Forschungstisch noch nicht, einfaches Bett, kleines Lager. Lager wird Zeit. Können wir uns auf jeden Fall schon mal basteln. Stellen wir uns hier mit hin. Es sieht jetzt echt alles aktuell noch überhaupt nicht schön aus. Das basteln wir irgendwann um, aber aktuell ist es erstmal wichtig, dass wir vom Hai geschützt sind. Die Sachen vor allem. So, guck mal, hier, zack. Schnell rüber. Einfach in die Richtung. Ach, die Möwe. Schweinebacke. Da. Boah, das kam überraschend jetzt. Komm her. Ja, ins Auge. Piek. Da haben sie es immer gern. Nee, ich glaube, die Kiemen. Das ist die Schwachstelle von Haien. Ich habe mich informiert, bevor ich das Spiel angefangen habe. Wir machen es erstmal größer hier. Wir haben kein Plastik mehr. Auf dem Meer haben wir kein Plastik mehr. Laber doch nicht. Im Bett wäre schön, da haben wir die Nächte nicht. Ist aber auch lieb, dass der Hai dann sagt, ach nö, der Kleine schläft, komm, lass den mal. Ich kann auch morgen an seinem Floß knabbern. Eilt doch jetzt nicht. Ah, ah, au, ah, ah, oh, voll ins Bein. Ach, die Möwe war auch wieder da. Also uns hassen aber auch alle Tiere. Sag mal, was mache ich denn nur? Kannst du auch keinem erzählen, ey. Ohne Scheiß. Oh, das ist nicht gut. Ersten nicht getroffen. Nein, er macht's kaputt. Verdammt. Guter Wurf. Top. So gewinnst du das Spiel. Was ist denn das Krasses? Ein Rochen. Aber den habe ich ja noch gar nicht. Der muss ja neu sein. Beißt der an? Nee, ne? Mit Süßwasser füllen. Ja, komm, wir trinken uns gleich nochmal rein. Kannst hier nochmal brutzeln. Hier noch eine Planke rein. Du auch noch. Ist da kein Problem. Wir sind doch rich as fuck. Zack, zack, zack. Weißer Samen, den gebe ich dir gleich. Kann ich unendlich produzieren. Ist kein Problem. Müssen wir nicht einsammeln. So, wir haben wieder eine Insel. Die sieht ein bisschen größer aus. Da will ich diesmal auf jeden Fall hin. Wir müssen unbedingt noch so ein Dings bauen hier. Wurfanker. Nein, es fehlt wieder ein Stein. Ach Mann, immer wenn eine gute Insel kommt. Dann brauchen wir jetzt aber ein Fass oder sowas. Sonst kriegen wir doch keinen Stein. Da hinten ist so eine Kiste. Die Chancen stehen gut. Komm, gönn einen Stein. Ein Stein, ein Stein. Kein Stein. Komm, jetzt gönn mal einen Stein, bitte. Jawohl. Jetzt haben wir einen und jetzt paddeln wir einmal darüber. Wo ist die Insel? Da drüben. Schaffen wir das mit dem Paddel? Könnte ein langer Weg werden.
Dieser Weg. Ach, es ist wieder ein Kraus. Jetzt erstmal bis hier hinzukommen. Oh, und ich versacke immer alle 10 Minuten 5 cm tiefer in den Stuhl, ne? Dann siehst du mich kaum noch, weil das Mikrofon mir in der Fresse hängt. Ja, es ist auch wahrscheinlich wieder nur so ein kleines Kackding, aber ich möchte mit euch halt gerne mal auf eine Insel. Diesmal nicht. Ins Auge. In die Kieme. In die Flosse. Nein! Du auch noch. Doppelangriff. Die sprechen sich ab, die Schweine. Ich lenke ab am Floß. Du knabberst die Kartoffeln weg. Raffinierte Tiere. Ja, wir treiben weg. Was soll's. Die nächste Insel kommt bestimmt. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt den Forschungstisch bauen. Dann bauen wir aber gleich mal an. Ich habe gar keinen Bock, dass der Hai uns den klaut, ne? Wir haben keine Planken. Mist. Jetzt kommen viele. Das könnte eine gute Insel sein. Haben wir jetzt noch so ein Dings gehabt? Haben wir uns einen Anker gebaut? Wo ist denn das Scheißding? Hier unten. Wurfanker. Seil, Seil, zack, herstellen. Haben wir. Ach, Möwe. Hör doch auf. Drehen, aufnehmen, werfen. Zack. Und der Hai greift an. Zum Glück nicht am Forschungstisch. Oh ja, der ist schon gut verletzt. Ich glaube, jetzt stirbt er. Nein, einmal darf er noch. Jetzt gönn mal irgendwas. Nee, nicht nur Blumen. Ich will mal was Ordentliches. Wir brauchen halt eine Axt, aber wir können die noch nicht herstellen. Hängematte lässt sich die Nacht durchschlafen und kann verwendet werden, um bewegungsunfähige Freunde wiederzubeleben. Ich habe keine Freunde. Vogelscheuche, ja. Wäre auch nicht schlecht. Was haben wir? Netzkanister. Kann mit dem Netzwerfer verwendet werden. Da können wir ordentlich Fische sammeln. Ich hätte gerne eine Axt. Metallsperr? Nee, ich brauche eine Axt. Oh, Pfeil und Bogen. Perfekt. Wo ist die Axt? Da. Müssen wir Planke. Also einmal Planke erforschen. Seil, Schrott und Bolzen. Mussten wir Bolzen finden? Ja, wahrscheinlich, ne? Sammelnetz. Nagel. Nagel können wir herstellen. So, Nagel erforschen. Jetzt können wir eine Menge lernen. Geil. Eine Laterne, Beleuchtung im Dunkeln. Und hier das Netz. Geil. Da, Sammelnetz. Was kostet denn der Spaß? Planke und Seil. Oh, shit. Hunger. Und es hat nicht gebraten. Dann müssen wir mal so eine Kartoffel futtern. Komm, wir angeln gleich nochmal. Die Fische bringen halt doch noch ein bisschen mehr, ne? Beiß an! Beiß an! Ich hab Hunger. Ja, und die Möwe wieder. Die kommen immer im Tech-Team. Die kommen wirklich im Tech-Team. Kann doch nicht sein. Brauchen die Vogelscheuche unbedingt. Brauchen Planken. Haben wir? Ja, du hast schon wieder Hunger. Ich krieg selber von dem Geräusch Hunger. Gleich können wir uns das Sammelnetz gönnen. Dann wird das Leben so viel einfacher. Ich freue mich drauf. So, komm her. Zack, und dann können wir es doch bestimmt gleich bauen, oder? Wie sieht's denn aus? Wir haben Hunger, wir haben Durst, wir haben irgendwie alles. Scheiß Ding hat nicht gegrillt, ich fass es nicht. Mann! Hä? Voll getroffen, habt ihr das gesehen? Verarsche vom Spiel. So, Sammelnetz. Ah, ist immer noch eine Planke. Jetzt aber. So, zack, geil. Das Ding können wir jetzt hier irgendwo dran setzen. Genau, zack. Müssen wir nur echt aufpassen, dass der Hai uns das nicht abknabbert. Dann haben wir nämlich ein Problem. Da, hat schon was gesammelt. Sehr schön. Und zack, das nächste. Bam. Das ist schon cool. Wenn wir davon ganz viele haben, ums ganze Floß drumherum, wird es einfacher. So, wo haben wir es? Hier, Plastikhaken herstellen. Uns fehlt es echt so krass an Planken. Jawohl. Halte die Taste zum was? Zum Aufnehmen gedrückt. Boah, wie lange denn? Perfekt. Das war jetzt echt wichtig. Kurz Leben für ein Stück Kunststoff riskiert. Wer kennt's nicht? Insel. Land in Sicht. You can't touch this. You can't touch this.